sieht man für E-Learning Journal live von der Didakta 2010 in Köln. Ja, wir sind immer noch am vierten Tag und wir sind immer noch in der Halle 10 und immer noch auf der Fernsehbühne. Aber wir haben einen weiteren sehr, sehr interessanten Gesprächspartner, Herr Thilo Knoche, Geschäftsführer von Klett. Schönen guten Tag, Herr Knoche. Schönen guten Tag, Herr Siebmann. Hier zählt endlich wieder das gute alte Buch bei Klett. Wir haben hier Deutsch.Kombi. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein Konzept, ein mediales Konzept aus bekannten klassischen Medien und modernen Medien, schön zu zeigen. An so einem Beispiel hier oben ist sehr unauffällig, nennt sich Online-Link. Das heißt, im Prinzip haben wir einen Medienverbund zwischen klassischen Printprodukten und sehr modernen Medien zu Themendifferenzierung und Weiterführung anderer Aspekte. Ein Klassiker. Lege ich das mal weg, um auch wieder eine Frage stellen zu können. Ist es eine Notwendigkeit heute, crossmedial auch digitale Medien mit einzubeziehen? Ist der Druck aus dem Bereich der Lehrenden oder der Lernenden, dass so etwas heute sinnvoll ist? Ja, ich denke, es geht im Kern weniger darum zu sagen, wir haben neue Medien, sondern es geht darum, welche Funktionen können Medien vielleicht besser übernehmen, als sie klassische Medien bis jetzt übernehmen konnten. Und da muss man sagen, muss man differenzieren zwischen dem, was im Schulalltag passiert, also alles das, was wir als Vormittag bezeichnen, Unterricht. Da muss man sagen, ist der Lehrer immer noch die wichtigste Person. Es geht um soziales Lernen, auch um erzieherische Aufgaben, die Schule zu verfüllen hat. Da muss man sagen, da geht es darum, weniger im Kern neue Medien einzusetzen, vielleicht zu Einführungssituationen. Aber es macht ja keinen Sinn, dass Schüler 45 Minuten vor dem Bildschirm sitzen. Das können sie besser an anderer Stelle machen. Dafür ist der Wert der Schule auch einfach gar nicht da und die Möglichkeiten sind gar nicht da. Sondern es geht darum, wirklich die Sachen auch in anderen Bereichen, ob im Häuslichen oder in Aufgabenstellungen, wo es um Differenzierung geht, dass man dort Medien einsetzt, wo der Schüler alleine geführt lernen kann. Wobei Lernen noch genau zu differenzieren wäre, was Lernen eigentlich natürlich ist. Das sollten wir auch nicht verpassen, wo wir jetzt schon mal hier haben, Herr Knoche. Aber ich würde vorher gerne noch mal genau bei diesem Thema auch bleiben. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben das klassische Buch, wir haben den Präsenzunterricht und es sind Teile ausgelagert, ja auch klassisch gesehen, der Klassiker, die Hausaufgaben zum Beispiel, Vorbereitungen auf Prüfungen. Und hier haben wir jetzt die digitalen Medien, die zusätzlich komplementär eingesetzt werden. Also sprechen wir hier eigentlich über Blended Learning, Präsenzunterricht und eben Selbstlernkompetenz dazuzunehmen. Ich würde aber gerne zu sprechen kommen auf ein Konzept eures Hauses, das heißt Testen und Fördern. Was steckt dahinter? Testen und Fördern ist ein Angebot, was wir übergreifend über das gesamte Haus für fast alle Titelfamilien, Titelfamilie heißt immer Schulbuch, Arbeitsheft, im Prinzip ein Weg durch ein Vormittagsgeschäft, also durch einen Vormittagsablauf beim Lehrer, haben wir einen Baustein rausgenommen, der den Lehrern notorisch viel Zeit kostet und viel Energie kostet. Und das ist der Teil, möglichst gut über den Lernstand informiert zu werden. Testen ist ein Begriff dafür, die Angloamerikaner sagen dazu, das ist ein Screening-Verfahren. Es geht nicht um eine Diagnose im Kern, sondern es geht um den Stand, wo ist mein Schüler, um dann zu entscheiden, wie mache ich weiter. Und genau diesen Teil übernimmt Testen und Fördern. Ich gebe den Schülern ein Testset, sie bearbeiten es im Schulrahmen, also im Schulhaus, und der Lehrer hat als Ergebnis daraus verschiedene Cluster. Er kann sagen, es gibt eine Gruppe von Schülern, Thema okay, kann ich weitermachen. Es gibt eine Gruppe, da wird man wahrscheinlich zugucken müssen und aufpassen müssen. Und eine Gruppe, die hat Förderbedarf, testen und fördern. Und daraufhin bekommt der Lehrer von uns dann Hinweise, wie mit Fördermaßnahmen einzusetzen ist, bezogen auf seinen Alltag. Ob das wiederum in einem neuen Medien stattfindet, also in einer Lernsoftware oder in Printmaterialien, das ist dann Entscheidung des Lehrers, da bieten wir einfach verschiedene Methoden an. Aber ein durchaus sehr breit angelegtes und auch sehr gut genutztes Angebot. Also Sie bieten es crossmedial an. Man kann halt entscheiden, man kann sagen, hier in dem Fall will ich halt analoge Medien, ich will das halt als Papier haben oder ich kann halt digitale Ganz Medien genau. halt nehmen. Bei Test und Fördern ist ein schöner Hinweis, wir haben das aus gutem Grunde nicht nur als digitales Medium angeboten, sondern die Lehrkräfte können es auch ausdrucken, als Papierversion nutzen, falls der Rechner im Unterricht stört. Und wir merken einfach, es gibt einen großen Anteil unserer Kunden, die es sowohl auf digitaler Weise als auch klassischer Weise auf Papier machen. Aber das Angebot genau ist ein Aspekt des Unterrichts, der Lernstandserhebung. Wir hatten gestern hier auf der Didakta die große Podiumsdiskussion auf der Bühne Didakta aktuell zum Thema Bildung in Zeiten von Web 2.0. Hier war natürlich auch eines der großen Themen gewesen, was sind heute die Herausforderungen bei dem Einsatz von digitalen Medien? Haben wir halt letztendlich, sind wir limitiert bei den finanziellen Ressourcen oder sind es eher noch fehlende Konzepte oder sprechen wir eigentlich noch über Akzeptanzprobleme, die eigentlich noch im Vordergrund stehen?
Ich würde gerne einen vierten Aspekt nennen, der mir viel wichtiger ist. Das ist eine Frage der Angemessenheit der Medien. Da muss man einfach sagen, natürlich finanzielle Ressourcen, das ist kein Geheimnis. Die Schulen sprühen nicht gerade davor, dass sie auswählen können, was sie wollen. Sie sind sehr reglementiert durch die Möglichkeiten, die sie haben. Aber ich glaube eher, dass man sich sehr stark Gedanken machen muss über, was Medium wirklich bringen kann, funktional. Nicht medial diskutieren, sondern funktional. Um dann zu entscheiden, wann ist eine gute Zeit, einen Schüler vor einen Bildschirm zu setzen. Ich meine, jetzt spreche ich kurz als Familienvater. Ich lese, dass in Deutschland die 5-jährigen Kinder durchschnittlich 30 Stunden in der Woche vor dem Bildschirm sitzen. Dann kann ich nicht wollen, dass sie einfach so vor dem Bildschirm weiterhocken. Dann muss ich mich wirklich fragen, wo macht das Sinn? Und dann würde ich sagen, ist die Diskussion über Angemessenheit nach Fach, nach Alter, nach Schulform wirklich sehr unterschiedlich zu beantworten. Und da wirklich das feine Händchen zu haben, zu entscheiden, hier macht es Sinn, hier macht es keinen Sinn. Das ist für mich die größte Herausforderung. Der Rest natürlich ist eine Technikfrage. Da muss man feststellen, Schule ist nicht so schnell, wie Gesellschaft sein kann. Wir haben in der Gesellschaft jeden Tag eine neue Generation. Dann gibt es heute den einen Rechner, dann sind die Dinger plötzlich flach wie eine Flunder. Die Schule wird nicht hinterherlaufen müssen und können. Das will ich auch gar nicht. Sondern Schule hat ja einen ganz anderen Auftrag. Sie muss medial bilden, das ist keine Frage. Aber letztendlich hat sie einen ganz anderen Auftrag, einen Bildungsauftrag. Und da will ich, hätte ich es gerne, und das sehe ich auch in den Schulen, wenn ich draußen wirklich selber hospitiere, die Lehrer reden mehr über einen Alltag, über eine Praktikabilität im Alltag. Und dann kann der Rechner eine wichtige Rolle spielen, aber es ist nicht einfach Gott gegeben, das Medium. Da haben Sie mir eine schöne Steilvorlage gegeben, die will ich auch gerne aufnehmen. Schule kann nicht so schnell sein wie Gesellschaft. Wenn wir vor Jahren hier über die Didakta gegangen sind, immerhin Europas größte Bildungsmesse, dann schien es zum Teil an manchen Ecken schon so, dass es eine Veranstaltung von Lehrern und Bedenkenträgern ist oder war, beziehungsweise heute ist das Thema E-Learning. Über 100 Aussteller haben digitale Medien mit in den Bildungsprozess im Angebot. Können wir heute bereits unaufgeregt wirklich über die entscheidenden Punkte der digitalen Medien sprechen oder sind wir da wirklich noch in Philosophiefragen und in Fragen, ob das Teufelszeug ist und ob das vielleicht einfach nicht ganz so hierhin gehört? Nee, da bin ich wirklich sehr beruhigt, weil ich bei Lehrkräften immer sehe, dass sie abwägen. Das ist eine Güterabwägung, das ist eine Entscheidung, wann ich was mache, in welcher Form ich es mache. Von daher kann ich feststellen, auf einem Stand wie bei Klett, wir haben natürlich schon Angebote an Bildschirmen, da passiert eine ganze Menge, aber es passiert auch ganz viel klassisch an den Ständen, wo Autoren stehen und über den Alltag, über die Praktikabilität von Methoden, von Didaktik, von Kompetenzen gesprochen wird. Und da habe ich das Gefühl, da relativiert sich einiges gerade. Aber natürlich ist immer die Frage, Technologie kann manches bringen und auch prägen und es ist die Frage, wie schnell manches integriert wird. Whiteboard zum Beispiel wäre so ein Thema. Da machen die Verlage Angebote wie auch, aber es ist immer die Frage, wann bringt es mehr und wann nutzt es auch einfach mehr. Und die Frage, finde ich, die wird gerade sehr, sehr interessant diskutiert. Und da nimmt Schule Position und die ist nicht immer die, dass sie der Technik hinterherläuft, das ist gut so, sondern es ist sehr ausgewählt und sehr punktuell. Und das gefällt mir eigentlich. Kann man sich denn freimachen davon, dass es ganz und gar nicht auch um einen Besitzstand denken kann, gehen kann, wenn ich halt als Schulbuchhersteller halt mit Büchern halt die Lehrer versorge, wenn ich mich dann erstmal reinarbeiten muss und Geschäftsfelder entwickeln muss zum Thema digitale Medien? Geschäftsfelder ist ein schönes Stichwort. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie Content, Inhalt, der nicht auf Papier gedruckt ist, natürlich auch irgendwie geschäftsmäßig verkauft werden kann. Das ist keine Frage. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, weil für mich kommt erst der Markt. Und die Kunden kommen mit Angebot, mit Ansprüchen an die Verlage heran. Und da können wir sagen, wir haben eine Menge Angebotsmöglichkeiten. Aber letztendlich ist die Anzahl der Anfragen prägt uns an der Stelle. Aber die Frage natürlich nach Geschäftsmodellen ist ganz zentral. Denn wir wissen an vielen Stellen, wie diesen Büchern, wenn man aufschlagen würde, geht es darum, natürlich Content über jahrelange vorbereitete Arbeit vorzubereiten und sehr, sehr gewissenhaft auf Lehrpläne und Standards anzupassen. Ein hoher finanzieller Aufwand für Autoren aus der Praxis und Verlag. Und die Frage ist die Wertschöpfung, die dahinter steht. Und das ist genau der Punkt. Die braucht man in gleicher Weise für digitale Medien auch. Wenn man anfängt, an der Qualität Abstriche zu machen bei digitalen Medien, dann ist die Halbwertszeit von Medien total kurz. Dann werden die Leute merken, spannend, schön, techy, aber schnell auch wieder raus, weil es einfach keine Nachhaltigkeit hat. Und da sagen wir als Haus, möglicherweise nicht Technikführer sein, Praktikabilitätsführer sein wollen, den Leuten in den Unterricht zugucken, den Autoren zuhören, dann sind wir ein gutes Stück weiter. So wäre die Antwort auf die Frage. Bedanke ich mich recht herzlich, Herr Knoche. Ja, wir haben vieles gehört und vieles gelernt. Insbesondere wird uns sicher in Erinnerung bleiben, Schule kann nicht so schnell sein wie Gesellschaft, aber Technik bitte nicht als Selbstzweck. Frank Siebmann für E-Learning Journal, live von der Didakta 2010 in Köln.